Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ley, in Berlin brennen Autos. In Demos werden Polizisten angegriffen. Das Wahlkreisbüro unserer Kollegin Kluckert wird beschmiert. Und Sie enden mit Ihrer Rede, das war erst der Anfang. Zuerst kommt die Sprache, dann kommt die Gewalt. Sie machen das Gleiche wie die AfD. Schämen Sie sich. Schämen Sie sich. Sie können sich gern dafür entschuldigen. Das ist absolut okay. Jetzt da ist das, da so, ist das Hufeisen. Das Wort hat der Kollege Föst. Ich lasse es mir auch von den beiden Rändern des demokratischen Spektrums nicht nehmen. Der Mietendeckel in Berlin ist gescheitert. Was aber bleibt, und das müssen Sie sich eingestehen, ist die Wohnkostenkrise, das Ergebnis Ihres sozialistischen Experiments. Werte Kollegen, SPD, Grüne und Linke, die Wohnkostenkrise ist nach wie vor da. Und Ihr staatliches Preisregime ist ja nicht nur juristisch gescheitert, sondern vor allen Dingen auch politisch und sozial. Sie haben ohne Rücksicht auf die Folgen einen Keil in die Gesellschaft der Hauptstadt getrieben. Sie haben wider besseren Wissens, SPD, Grüne und Linke, einen verfassungswidrigen Mietendeckel eingeführt und den Mieterinnen und Mietern das Blaue vom Himmel versprochen. Sie haben wertvolle Zeit vertan, Grüne, SPD und Linke, die Probleme nachhaltig zu lösen. Und Sie haben dafür gesorgt, Kollege Lukczak hat es völlig zu Recht angekündigt, völlig zu Recht erwähnt, dass das Angebot an Wohnungen drastisch eingebrochen ist, dass die Sanierungen auf Eis gelegt wurden, übrigens insbesondere im Bereich des Klimaschutzes, werte Grünen, und dass Neubauprojekte weggebrochen sind. Es ist dann völlig unverständlich, wie man nach dieser Bilanz den Mietendeckel auf Bundesebene fordern kann. Bei den Linken weiß ich ja, dass die Ideologie immer vor den Lösungen für die Menschen steht. Aber dass sich SPD und Grüne vor diesen Karren spannen lassen und nicht die Lösungen für die Menschen im Blick haben, nachhaltig im Blick haben, das ist schon sehr entlarvend, insbesondere mit Blick auf die Bundestagswahl. Selbst der Hamburger erste Bürgermeister Peter Tschetschner twittert vergangene Woche: Der wirksamste Mietendeckel ist der Wohnungsbau. Was passiert in Berlin? Rot-Rot-Grün verdattelt jede Chance, in dem Bereich voranzukommen. Und eins muss ich Ihnen versprechen, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir Freie Demokraten, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass diese sozialistischen Ideen aus Rot-Rot-Grün nie in die Lage versetzt werden, die Regierung in Deutschland zu stellen. Wir brauchen eine Mietpolitik, die funktioniert, und keine destruktive Politik, wie Sie das tun. Wir Freie Demokraten, wir beschäftigen uns lieber mit den Lösungen. Und den Weg dorthin haben wir immer aufgezeigt, oft und im Detail. Wir müssen schneller genehmigen, Bauplanungen und Ämter digitalisieren, Baukosten senken, Investitionen fördern, Bauland auch wirklich mobilisieren, statt nur umzuverteilen, Flächen klug nutzen. Und wir dürfen den ländlichen Raum nicht weiter ausbluten lassen. All das trägt zur Entlastung des Wohnungsmarkts bei. All das trägt zur Senkung der Wohnkosten bei. Ein Mietendeckel zerstört den Markt, zerstört Vertrauen, führt die Wählerinnen und Wähler hinter das Licht. Deswegen darf der auf Bundesebene niemals kommen. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention hat die Abgeordnete Karin Ley.